geöffnet Türchen Nummer 7 vom Adventskalender von Anne Stempel Design. Da merkt euch bitte den Hashtag Anne Stempel Design Adventskalender 2021. Da könnt ihr die Sachen zeigen, die ihr daraus gewerkelt habt, bei Instagram oder wo auch immer. Alle genauen Infos, wie diese Serie abläuft, falls du jetzt das erste Mal reinschaltest, findest du in Video Nummer 1. Also das gern nochmal schauen. Da findest du alle Infos und es gibt halt auch eine Playliste von den Türchen, die wir gemeinsam öffnen. Jetzt ist der Wurm drin. So, wir haben Türchen Nummer 7 und da haben wir einmal einen Motivstempel, Luftballons an der Schnur mit einer Schleife und den Spruch, jetzt geht die Party richtig los. So, da habe ich folgende Ideen. Tada! Warum nur einmal stempeln? Einfach mehrmals stempeln. Dann habe ich hier das Unterteil von der Schleife nur einmal und dann hat man ganz viele Luftballons. Und da hier mit einem Kreisstanzer, jetzt geht die Party richtig los, drauf gestempelt. Koloriert mit den Chamäleonstiften, da habe ich noch öfter abgestempelt. Habe eine Schüttelkarte draus gemacht, wo es am Ende hätte keine Schüttelkarte sein müssen. Also da hätte man das hier innen drin auch leer lassen können und zum Beispiel das Alles Gute zum Geburtstag hier reinstempeln. Der Spruch ist aus Türchen Nummer 1, also der wird immer wieder mal verwendet. Habe das hinterlegt mit Grün und wie gesagt hier ganz oft die Luftballons gestempelt. Hier aber auch mal ganz einfach. Und hier zum Beispiel, die Karte habe ich doppelt gemacht, um euch mal den Vergleich zu zeigen. Wenn ihr sagt, ihr könnt nicht so gut kolorieren, dann müsst ihr das auch gar nicht. Hier habe ich den Stempel koloriert mit Gelb und Pink und halt den Spruch direkt auf die Karte gestempelt. Gleiche Variante, mir aber die Luftballons auch auf Motivpapier gestempelt und ganz nah am Rand. Wartet mal, ich versuche es euch mal zu zeigen. Damit man sieht, hier, die sind nämlich nochmal aufgeklebt, die Luftballons. Ganz nah am Rand ausgeschnitten, dann an der Seite den Rand nochmal so mit einem schwarzen Stift so angemalt, damit man das halt nicht so gut sieht. Und dann ist es ein Stempelset und die Schleife auch auf Motivpapier gestempelt, ausgeschnitten und hier halt einmal original der und die oben raufgeklebt. Und ja, da könnt ihr halt die Farben nehmen, die ihr wollt. Und somit müsst ihr nicht kolorieren und könnt trotzdem die Sachen bunt gestalten. Ja, das ist wie gesagt identisch quasi. Hier koloriert und hier mit Motivpapier. So, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche euch am besten gefällt. Und denkt an den Hashtag, wenn ihr irgendwas daraus gewerkelt habt. Und nun viel Spaß. So ihr Lieben, in meinem heutigen Beispiel möchte ich heute euch eher, einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr für euch sagt, kolorieren ist nicht mein Ding, kriege ich nicht gebacken, dann gibt es die Möglichkeit, also hier habe ich koloriert mit Twinmarkern von Action, also Alkoholmarker, gibt es die Möglichkeit, dass ihr sämtliche Motive einfach auf farbiges Papier stempelt. Das habe ich jetzt hier gemacht. So. Und habe mir das wirklich am Rand ausgeschnitten, also an der schwarzen Linie, die Luftballons und auch die Schleife. Und habe dann bei diesem Motiv quasi da die Luftballons und da die Schleife draufgeklebt und dann mit einem kleinen weißen Rand das Ganze ausgeschnitten. Und man kann es auch eventuell so ein bisschen sehen. Ja, nicht so gut. Na doch ein bisschen. Das halt, wie gesagt, das und die Schleife ist aufgeklebt. Und so habt ihr halt auch eine kolorierte Variante. Das könnt ihr auch bei sämtlichen anderen Motiven machen, sofern sie nicht zu filigran sind. Ja, und das wollte ich euch mal so als Tipp geben. Und die beiden Karten machen wir jetzt noch fertig. Da würde ich sagen, kleben wir die Luftballon auf 3D. Dann mache ich einfach hier ein Stück. Und hier ein Stück. Und hier dasselbe. Den Spruch werden wir direkt auf die Karte stempeln. Wartet mal, hier mache ich noch einen kleinen Schnupsi hin. Ganz schön Verschleiß hier mit Klebepads. Aber dafür sind sie ja da, um sie aufzubrauchen. So, wartet, hab kurz Geduld.
Kennt er schon das Problem? So, dann Schutzfolie ab. Und wie ihr seht, auch immer schön Resteverwertung. Das ist ja das Papier von der Verpackung von gestern. Und da dachte ich mir, ja, was geht da besser als die Luftballons? Und hier halt in der gleichen Farbe koloriert. Also in Gelb und Pink. Und ich werde das halt auch wieder mit Gelb hinterlegen, weil ich einfach finde, dass es gut zum Motivpapier passt. So, das klebe ich hier im oberen Drittel auf. Mittig. Und mehr aus, vielleicht ein paar Glitzersteine, das entscheide ich gleich noch. Braucht die Karte im Grunde auch gar nicht. Also, den Spruch kriegt sie gleich noch. Aber der ist ja beim Stempelset mit dabei. So, und dann könnt ihr mal sagen am Ende, welche Variante euch halt besser gefällt. Die richtig los. So, das einfach hier so gerade drunter. Und bei dem hier auch. Nicht wundern, die Striche neben dem A, die sind dabei. Die gehören dazu. So was liebe ich auch immer, wenn Stempel so falsch aussehen, so unordentlich. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So fleckig. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht erklären. So, und das kleben wir jetzt hier auf. Die Seite wäre auch gut gewesen. Da haben wir hier wieder 9x6x14 und der Aufleger ist 10x14,4. Und das kommt dann auf eine Kartenbasis. Auf ein Kartenrohling, besser gesagt. So. Und das war es dann schon für heute. Einfach mal was ganz Simples, Einfaches als Tipp. Und ja, also ich finde beide super gelungen. Die ist natürlich um einiges knalliger. Hier könnte man jetzt noch mit, wie heißt dieser Kleber? Wartet, ich habe ihn hier. Damit noch Glossy Essence, genau. Der Papa ist da und kümmert sich. Also keine Sorge, ich vernachlässige nicht, Papa ist da. Glossy Essence ausmalen quasi und dann würden die ja so glänzend werden. Das ist natürlich auch noch eine Idee oder vielleicht nur mancher. Und ja, ich denke, wir sind damit am Ende. Was ganz Schnelles, Kurzes. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und würde sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss!